Also steht hier drauf, mein Name ist Harald Jörg, ich komme aus München und ich erzähle jetzt was über eher ein Spaß, was als Spaßexperiment angefangen habe. Ich habe es dann zweimal auch wieder abgebrochen, was aber vielleicht auch ganz lustig ist. Wie geht man um, wenn man ganz viele Moose-Objekte hat? Es führen viele Wege nach Orm. Das Sprichwort kennt jeder, gibt es auch im Englischen. Many ways are leading to Orm. Something wrong? Nein? Okay, vielleicht ist was falsch dran. Wir werden es ja sehen. Okay, es fing an damit, es gibt die Common Platform Enumeration, die wird rausgegeben von dem amerikanischen Konsortium, was auch CVE und diese ganzen Dinge rausgibt. Das ist im Wesentlichen eine Auflistung von aller Hardware und Software, die es in der Welt gibt. Es gibt vier Standards, das ist National Institute of Standards and Technology Interagency Report, diese NISTIR, die das Ganze beschreiben. Das ist eine XML-Datei, die hat eine WSDL und alles, 40 Megabyte, 130.000 Einträge bisher und es gibt so eine Art tägliche Updates. Das ist blöd, diese Monster-Datei immer anzuschauen, da ging es, wenn man die mit SQL abfragen könnte, das wäre schon irgendwie geil. Das Problem war, es ist nicht so einfach mit dem XML. Schauen wir mal, was da drin steht. Natürlich steht Perl drin. Der Perl-Eintrag an sich ist ein bisschen wenig aussagekräftig. Nehmen wir mal einen, wo ein bisschen mehr drin steht. Das ist jetzt ein Perl-Modul, das ist Spoon. Und uns ging es insbesondere um diese zwei Teile hier, um diese zwei Attribute. Ich hoffe, das kann man so halbwegs lesen. Das sind eigentlich nur Attribute in dem XML. Man kann aber schon erkennen, dass da vermutlich so irgendwas wie Doppelpunkt Separated Values drinstehen. Und das sind die, die uns eigentlich interessiert haben. Also nur mit der WSDL kommt man da nicht so weit. Diese Dinger, die in dem ersten von den vier Standards beschrieben sind, sind die Sachen, um die es uns damals ging, abzugreifen. Der Hersteller, das Produkt, die Version, der Update. Die anderen sind nicht so wichtig, die sind zum größten Teil auch gar nicht versorgt. So, das war die eigentliche Aufgabe. Deswegen war auch Perl die Sprache der Wahl natürlich, wenn man solche Regex anschaut. Das sieht man zum Beispiel bei den beiden unteren, das habe ich extra deswegen noch mal rausgefunden, sogar die Escaping-Mechanismen, wenn ein Doppelpunkt im Feld vorkommt, sind unterschiedlich zwischen den verschiedenen Versionen. Wenn man also sowas im freien Leben sieht, muss man schon ein bisschen aufpassen beim Parsen. Okay, also gehen wir noch mal durch die ganzen Dinger. Wäre es nicht schön, wenn ich sagen könnte, okay, ich habe das Ding jetzt geparst, ich habe diesen Namen geparst, habe mein eigenes Objekt und ich könnte einfach sagen, Haus in die Datenbank. Wieso muss ich sonst noch irgendwas tun? Er hat ja eigentlich alles. Ah ja, das habe ich noch vergessen. I was asked to use English. Is it better? Okay. Am anderen Ende hätte ich mir vorgestellt, dass ungefähr dann Folgendes rauskommt. Für jedes Attribut machst du mir eine Spalte. Das ist eher Zufall, dass die alle Textspalten sind. Das ist nicht ganz so Zufall, wenn man XML prozessiert. Ja, da kommt erst einmal alles als Text rein. Auch wenn man CSV hat, auch wenn es über eine Bytewurst von einem Webformular kommt, da kann der 100-mal mit JavaScript irgendwas validiert haben, ist es trotzdem erst einmal ein String, was bei mir ankommt. Und würde dann diese Tabelle generieren und dann dieses Insert-Statement, das ist ja nur ein Insert-Statement, das wird dann einmal generiert und dann 130.000 Mal ausgeführt. Da muss es doch was auf CPAN geben. Da habe ich mir gedacht, was will ich machen? Ich will Objekte auf relationale Datenbanken abbilden. Das ist doch ein Object Relational Mapper. Vielleicht. Gut, Wikipedia hat mir dann erklärt, dass ein ORM eigentlich ein bisschen was anderes ist. Aber ich habe mal so in dem Umfeld gesucht, was es auf CPAN so alles gibt. Und wir haben das heute auch schon mal gehört. Ich habe schon mal einen Stempel dafür gemacht. Es gibt mehr als einen Weg, wie man das tun kann. Da musste ich schon die Schriftgröße etwas verkleinern, um die überhaupt alle auf eine Seite zu kriegen. Viele von denen sind entstanden lange bevor es Moose gab. Und viele davon sind auch, seit es Moose gibt, nicht mehr aktualisiert worden. Ich will eigentlich nur ein paar rausheben, die also ich für noch einigermaßen interessant halte. DBX Class muss ich nichts mehr dazu sagen. Das ist schon so oft erwähnt worden in den letzten zwei Tagen. Dann gibt es QQTB. QQTB fällt insofern raus, als es die einzige ist, wo ich nicht anfangen muss, vorher in irgendeiner anderen Sprache ein Schema zu generieren, sondern wo ich die Objekte einfach so reinwerfen kann. Der Preis dafür ist, ich kann auch nicht abfragen, weil ich kriege nur die Spalten zum Abfragen, die ich wieder vorher irgendwie separat deklariert habe. Ich fand es ganz hübsch. Wenn ich vorher QQTB gekannt hätte, hätte ich meine ganze Arbeit nicht gemacht. Music Storage ist das einzige von den Teilen, was ich gesehen habe, was jetzt auch schon mal versucht, diese Moose-Metadaten damit auszuwerten. Zu Pixie kann ich nichts sagen, bevor ich nicht zu Tangram was gesagt habe. Tangram ist so ein chinesisches Legespiel, 2500 Jahre alt, kennt jeder.
Und es ist aber auch ein Perl-Modul, der sagt, er speichert Objekte in der Datenbank. Auch da ist es so, ich muss mit einer speziellen Tangram-spezifischen Sprache ein Schema anlegen. Warum kann ich zu Pixie vorher nichts sagen? Weil in der Beschreibung von KyokuDB auf CPAN steht, dass KyokuDB, es ist immer schön, wenn eine Positionierung drin steht bei dem Modul, wenn man die gegeneinander vergleicht, KyokuDB ist auf dem halben Weg zwischen Tangram und Pixie. Das ist das Einzige, was ich zu Pixie gefunden habe. Da gibt es sogar einen Link auf eine CPAN-Seite, aber die existiert nicht. Kennt jemand Pixie? Okay, vielleicht rede ich über Pixie und weiß es gar nicht. Ja, wir reden, im Anno 2018 macht man Objekte meistens mit Moose. Das mache ich auch nicht anders. Und was dann herauskommt, ist, dass solche Klassen, ich habe jetzt nur das einfachste Beispiel genommen, das ist wieder das, was wir vorher hatten, was aus diesen Namen rauskommt. Wenn ich jetzt das Ding vergleiche mit den SQL-Statements, die ich vorher angeschaut habe, dann schaut das blöd aus. Ich meine, das sind jetzt nur 11 Attribute. Wir haben auch mal Tabellen gehabt mit 60 Spalten. Das ist blöd, wenn ich das alles nochmal abtippen muss für irgendein DBX-Class oder sonst was oder direkt SQL. Das widerspricht eigentlich einem Standardentwicklungsgrundsatz, don't repeat yourself. Das macht man einfach nicht. Okay, dann war dann die Überlegung, können wir mit Moose, wo wir ja schon gesagt haben, dass es ein String ist, das irgendwie rausnehmen, um diese Dinge automatisch zu generieren. Und da muss ich jetzt ein bisschen warnen. Das heißt, die Warnung kommt nicht von mir, sondern die steht drin in einem Moose Cookbook. Es sei keineswegs so, dass man ein ziemlich verdrehter Moose-Programmierer sein muss, um Introspection zu betreiben. Es genügt, wenn man ein völlig verdrehter Programmierer ist. Okay, also, wir gehen rein in ein bisschen weiter, als der Thomas das gestern vorgeführt hat. Wir verwenden hier eine Rolle. Das war die Idee, eine Rolle dient dazu, einem Objekt, was nicht kann, das nachträglich beizubringen oder einer Klasse, das nicht beizubringen. Und eigentlich brauche ich nur die obersten drei Zeilen anzuschauen. Ich habe ein Paket, das ist jetzt nicht mehr dieses Item von diesen 130.000, sondern das ist ein Persistible Item. Und was macht das? Das erweitert Item with Persistible. Das sind auch schöne englische Sätze. Das gefällt mir gut. Und in dem Paket verwende ich dann nicht mehr das Item, sondern das Item Persistible und dann kann ich das einfach wegspeichern. Was macht diese Rolle? Die Rolle kennt sich selber als Rolle und die führt dann in die Klasse die Methode Store ein. In der dritten Zeile ist dann das Wesentliche für die Metaprogrammierung. Ich hole mir das Meta-Objekt für die Klasse und da kann ich dann abfragen. Da kann ich abfragen, wie heißen die Attribute? Was für Typen haben die Attribute und kann zum Beispiel beim String und bei vielen anderen Sachen einfach mit einer statischen oder datenbankspezifischen, engine-spezifischen statischen Typemap das Ganze einfach in einen SQL-Type mappen. Dann machen wir mal einen kurzen Exkurs auf die Moose-Datentypen. Ich sage jetzt nicht viel zu Bool, Maybe, also diesen Schrödinger-Katze-Dingern. Defined ist das Interessante für mich. Da gibt es zwei verschiedene Sachen. Interessanterweise ist auch bei der Moose-Typen-Hierarchie jede Zahl erst einmal ein String, aber das kann man ja noch relativ einfach aufeinanderfüllen. Ich behaupte, alles was Value ist, ist eigentlich einfach. Natürlich muss man berücksichtigen, dass das Ding bei Oracle varchar2 heißt und wie auch immer bei den anderen Datenbanken, aber das ist einfach. Ein bisschen spannender wird es bei den Referenzen. Da gibt es erst einmal welche, die sind ganz einfach, weil die will ich in der Datenbank nicht sehen, zum Beispiel ein File-Handle. Der nützt mir relativ wenig. Ich werde mich heute eigentlich beschränken darauf, wie gehe ich mit Objekten um. Denn wir haben ja relativ oft den Fall, dass ein Attribut einer Klasse seinerseits ein Objekt ist. Und das ist jetzt ganz einfach, weil ich kann ja bei dem Objekt auch wieder sagen, Objekt Store, und dann wird das einfach in seiner eigenen Tabelle abgelegt. Aber halt, ich hatte ja vorher auf das Klasse 1 eine Rolle drauf gebraten, von der weiß die Klasse 2 vielleicht gar nichts. Auch da würde mir Moose Introspection helfen, weil ich kann ja dem die Rolle dynamisch geben. Ich kann einem Laufzeitobjekt eine Rolle geben, dann kann das das. Es hat dann natürlich ein Geschmäckle, weil ich habe erst einmal schon in das Objekt eingegriffen, indem ich eine Methode Store in das Objekt reingebaut habe. Wenn die Methode selber schon eine Methode Store hat, dann wird das ein bisschen konfliktartig. Da habe ich mir noch gedacht, das ist alles nicht so schlimm. Wenn eine Methode einen Store hat, dann braucht sie das alles gar nicht. Jetzt der Side-Effekt von dem, wenn ich in ein Objekt zur Laufzeit
eine Rolle drauf gebe, ist, dass wenn ich Ref-Objekt abfrage, kriege ich nicht mehr mein Class 2 zurück, sondern ich kriege irgendein Moose Anon irgendwas zurück, weil der benennt das natürlich um, weil er ja die Klasse verändert hat. Ist soweit ganz okay. Richtig spannend wird es dann, und das hatten wir schon in dem Einsatzfall, wenn so ein Item auf ein anderes Ding von derselben Klasse verweist. Das heißt, das schaut dann so aus, das Item hat den WFN, das sind diese sechs Dinge, die ganz trivial sind, und es hat auch eine Ablösung. Also in der, da ist so eine Art Versionierung drin, alte Einträge fliegen nicht raus, sondern beim alten Eintrag steht da drin, wurde ersetzt durch einen neuen Eintrag. Und dann ist so, wenn ich durch meine 130.000 Dinger durchgehe, dann ist es natürlich so, ich erwische irgendwann einmal einen, der hat ein Deprecated By, okay, dann speichere ich den auch weg, aber der kommt ja in der Liste vorher nochmal dran. Das wäre ziemlich blöd, wenn ich versuche, den nochmal in die Datenbank reinzuschreiben und dann nochmal. In dem Fall könnte ich noch drum tricksen, indem ich diese WFN als Unique Key definiere, dann würde mir die Datenbank eins auf die Finger geben, ist aber eigentlich nicht so schön, weil das hat man ja nicht immer. Also habe ich die nächste Kröte geschluckt und in die Rolle auch noch die Buchführung eingeführt, dass sich ein Objekt merkt, ob es bereits gespeichert worden ist. Dann hat es nämlich, die vergebe ich grundsätzlich immer, eine Unique ID in der Datenbank. Das ist sozusagen das persistente Äquivalent zur Ref-Adre und speichert das in dem Objekt mit. Da ist schon kritisch, weil da muss ich natürlich schon aufpassen, dass ich nicht mit den Attributen kollidiere, die das Objekt an sich schon hat. Ich habe es dann zwei Unterstriche davor und habe gehofft, dass das reicht. Und im Store muss ich dann einfach nur schauen, habe ich schon eine persistente ID? Okay, dann ist die das, dann bin ich fertig. Und wenn nicht, ist das Erste, was ich mache, dass ich mir eine ID generiere. Ja, das hat noch viel schlimmere Fallen. Das ist jetzt ein norwegisches Bild. Es gibt Fallgruppen für Elche. Und die sieht man erst dann, wenn man versucht, dieses Ding auch wieder zu laden. Das war übrigens in dem ursprünglichen Projekt überhaupt nicht vorgesehen, weil die Datenbank wurde ausgewertet von anderen Leuten mit anderen Programmiersprachen. Oder auch von mir mit anderen Programmiersprachen. Aber man muss ja zumindest daran denken, was passiert, wenn ich was lade. Ich habe also nach irgendwelchen Kriterien, lade ich so ein Objekt wieder rein, hole mir den Rekord aus der Datenbank, mache mein New und der verweist auf einen anderen, also lade ich den auch aus der Datenbank rein. Ja, Moment, halt, vielleicht habe ich den schon mal reingeladen. Und dann würde ich aus demselben Datenbankrekord zwei Objekte generieren. Das wären dann zwei verschiedene Objekte, ich hätte wieder geklont. Das ist wirklich falsch. Und da hilft mir dann die Rolle nicht weiter, weil ich komme ja aus der Datenbank, ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon mal geladen habe. Ich habe dann noch eine kurze Zeit lang versucht, den Approach zu retten, indem ich dann einen Singleton eingeführt habe, bei dem man nachfragen kann, habe ich das schon mal geladen. Dann habe ich beschlossen, diese ganzen drei Kröten wegzuschmeißen, die wir mit der Rolle haben, und doch ein ganz traditionelles Objekt gebaut. Das ist so eine Art Persister, der diese ganze Buchführung macht. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr Self-Store, sondern ich habe Persister, Store, dieses Objekt. Und der hat dann genau dieselben Buchführungsteile. Der hat die Information, habe ich ein Objekt schon mal gespeichert, da gehe ich dann auf die Ref-Adre als Memory-in-Memory-ID und frage natürlich auch beim Speichern dann nicht ab, habe ich mich schon mal gespeichert, sondern hat der Persister mich schon mal gespeichert. Beim Laden kann ich dann auch nachschauen, habe ich dieses Ding schon mal geladen und kann dann, wenn dasselbe Unique ID nochmal abgefragt wird, einfach auch tatsächlich dasselbe in Memory-Objekt zurückgeben. Ich habe also keine Vervielfachung der Objekte, wenn ich das Objekt ändere, es ist überall geändert, wo ich es geändert haben will. Und beim Load ist es dann halt auch so, ich schaue nach und wenn ich das Objekt schon mal habe, gebe ich direkt das Objekt zurück. Ein besonderes Schmankerl, was zum Beispiel der Moose X Storage generell nicht kann, wäre serialisiert. Ich gehe jetzt da gar nicht drauf ein, aus Zeitgründen. Ich kann zyklische Referenzen auflösen, indem ich einfach mir einen Hook setze. Wenn du fertig bist, dann schau noch mal, ob vielleicht irgendwo im Laufe deiner Objektkette was ist, was du noch auflösen musst. Ja, das war zumindest so mal das Generelle. Der Spaß wäre für mich ja immer erst dann, beginnt dann, wenn die Leute, die das nutzen, nicht wissen müssen, was ich alles dahinter treibe. Und so stelle ich mir das vor, dass das mal ausschauen könnte. Ich habe dieses Persister-Objekt. Ich würde ganz gern ein New with Config hinzufügen, weil ganz viele von diesen Datenbanksachen will man in der Konfiguration haben und nicht im Code. Und dann kann ich sagen, Store any Moose-Objekt, kann das rausschmeißen und hinterher wieder laden.
Und egal, ob die Unterobjekte durch das Undef auch out of scope gegangen sind oder nicht, würde er entweder die vorhandenen Objekte wieder anziehen oder sie auch aus der Datenbank laden. Ich habe die Rolle nicht ganz aufgegeben, weil die Rolle hilft mir dabei, das ist gestern auch nur kurz angerissen worden, um den Attributen Attribute zu verpassen. Attribute für Attribute heißen Traits oder zumindest typischerweise. Das heißt, ich hätte hier die Möglichkeit zu sagen, ich weiß, dass ein bestimmtes Attribut immer 80 Zeichen lang ist. Ich kann einen speziellen Datentyp geben zur Optimierung. Oder ich kann sagen, in der Datenbank, nimm das in den Primary Key mit rein. Und noch diverse andere Sachen, die man sich vorstellen könnte an der Stelle. Ja, Konfiguration, die erste Idee ist, das funktioniert auch bis heute ganz gut, ich brauche keine. Ich kann das Ding nehmen und es läuft. Ja, wo speichert er das hin? Da helfen mir die Module vom Jens Resack, der die zurzeit in der Pflege hat, FileHomeDir. FileHomeDir liefert eigentlich alles, was ich dazu brauche. Ich kann ein Default-Config-File aus MyDisConfig holen. Ich kann die Default-Daten reinschreiben nach MyDisData. Das ist alles völlig konfliktfrei und in dem Fall kann ich sogar aus dem Base-Name des aktiven Programms, nämlich den Namen des Programms an sich, häng SQLite dran, weil ich bisher nur SQLite kann und dann wird das weggespeichert. Ja, das Problem ist, ich weiß irrsinnig viel, was ich noch nicht gemacht habe. Das geht los, gut, das ist eine Fleißarbeit, das hat jeder schon mal gemacht, für andere DB-Engines das Ganze zu machen. Dann sowas wie Update und Delete, wenn man mal wirklich versucht, auch da würde er muss eine ganze Menge helfen. Ich kann sogar mit dem Trigger sagen, wenn sich ein Attribut ändert, schreib es gleich in die Datenbank. Wollte ich in dem Fall eigentlich nicht haben. Absurd, das habe ich beim Jens Resack gesehen. Wie oft haben wir das Problem? Ich will ein Ding in die Datenbank reinschreiben und ich liefere alle Spalten. Also, normalerweise ein Insert geht nicht, da gibt es eins aus die Finger. Es gibt ein Insert, der Insert oder Replace hat, das können wieder nicht alle Engines. Okay, dann More Traits. Ich habe gesehen, Music Store hat Do Not Store für bestimmte Sachen, die ich zwar habe, aber nicht gespeichert haben will. Bisher gehe ich beim Wiederaufbauen aus der Datenbank über den regulären Konstruktor, damit ich die Chance habe, wenn das Ding ein Build-Method hat, damit die auch aufgerufen wird. Die habe ich heute rausgelassen. Die ganzen Sachen wie RFHREF sind ein bisschen tricky, weil da habe ich eigentlich eine Tabelle abzulegen, die keinen Namen hat. Da muss ich aus einem anonymen Ding, damit ich weiß, wie es heißt, einen Namen generieren. Wie behandle ich Objekte, die keine Moose-Objekte sind, da gibt es auch ein paar Sachen. Da kann man sich zum Beispiel bei KyokoDB ein paar Anleihen machen. Table-Änderung. Der Steffen Winkler hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass DBX-Class, wenn man an dem Schema was ändert, das tatsächlich auch in der Datenbank nachzieht. Da könnte man dann auf die Idee kommen, und da habe ich die Idee gehabt, vielleicht erzeuge ich gar keine SQL-Schemas, sondern DBX-Class-Schemas in dem Ding. Dann würde das auch automatisch mitfallen. Ja, und dann natürlich, wo gehört das hin? Gehört das nach DBX? Gehört das nach Moose? Gehört das nach Pixie? Gut. Ich glaube, meine Zeit ist annähernd um, auch wenn keiner aufpasst. Gibt es Fragen? Die Frage, wo gibt es Kaffee, ist ganz leicht. Okay. Ja. Was hat das an Mehrwert gemacht? Der Mehrwert war, dass wir, das ging um zum einen Lizenzmanagement und zum anderen Security Management. Wir haben so Solutions, Appliances verbaut, wo neben eigenen Komponenten jede Menge Fremdkomponenten dabei waren. Und es ging allein schon mal darum, eine gemeinsame Nomenklatur zu finden. Wie nennt ihr die? Wie nennen wir die? Wir haben mit den Herstellern Excel-Sheets ausgetauscht, wo die das alles reingeschrieben haben. Was haben wir mit welcher Lizenz? Jeder nennt die Dinger anders. Du siehst nicht einmal, wenn du zwei nahe beieinander liegende Versionen drin hast. Wir wollten Regeln aufstellen. Bitte, wenn ihr das verwendet, verwendet ihr das. Da haben wir den Source Code abgelegt, das Debian verlangt, da haben wir das verlangt. Ganz viele von den Hardware-Klitschen wie Broadcom stellen ihr Zeug eigentlich unter Debian oder unter GPL zur Verfügung. Bis du das alles nachgedackelt hast, welche Version, wenn du Änderungen machst. Also das war eigentlich, war das der Versuch, eine einheitliche Basis für die Benennung der Produkte zu finden. Es ist daran gescheitert, dass in der CPE fast nichts drinsteht. Die einzige Chance, sicher in die CPE reinzukommen, ist eine Vulnerability zu generieren, die ein CVE generiert. Also deswegen stehen auch relativ wenig Perl-Module drin. Ja. Wir hätten als Firma anmelden können.
Aber wir könnten natürlich nur unsere eigenen Komponenten anmelden und nicht die von ja, den 103 Klitschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die uns zugeliefert haben, denen man überhaupt in vielen Fällen erst einmal erklären muss, was eine Open-Source-Lizenz ist. Und deswegen eben auch die Auswertung waren dann die, die die Excel-Dateien mit dazu hatten. Ich will euch nicht am Kaffee aufhalten.